Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir durften wieder etwas testen. Und zwar ist es ein Tür- und Treppenschutzgitter von der Marke Hauk. Dieses Treppenschutzgitter hat die Bezeichnung Squeeze Handle Safety Gate und kann in der Breite 75 bis 81 cm benutzt werden. Wenn man jetzt eine breitere Tür oder einen Treppeneingang hat, kann man dazu auch noch ein Zusatzteil bestellen, was ich auch bestellt habe. Das ist dann eine Verlängerung für die Tür oder für den Treppenanfang. Ja, dieses Tür- und Treppenschutzgitter ist ein absoluter Geheimtipp, weil es mit dem Preis echt unschlagbar ist. Es kostet nur 29,99 € und ihr könnt es bestellen bei babyartikel.de. Bevor ich zu viel erzähle, möchte ich erstmal den Karton auspacken. So, das ist einmal die Verlängerung, von der ich gesprochen habe. Das Türschutzgitter hat die Farbe Weiß und es gibt ja auch nochmal eine Farbe Silber. Die Verlängerung kann man in zwei verschiedenen Varianten bestellen. Einmal 7 cm Verlängerung oder 14 cm Verlängerung. Der Vorteil an diesem Gitter ist, dass man es nicht bohren muss. Es wird einfach nur geklemmt und man kann die Tür auch schwenken und sie lässt sich mit einer Hand öffnen. Das werden wir natürlich alles austesten. So, ich habe das Gitter jetzt mal hier an unserer Wohnzimmertür angebracht. So, diese beiden Teile, die habe ich jetzt hier so zusammengeschraubt, also so, und kann sie dann hier reinstecken und das an allen vier Enden. Dann kann man das hier nämlich nochmal regeln mit der Breite. Die Verlängerung steckt man ganz einfach hier an das Ende dran und dann ist halt dieses Stück hier dran. Das ist auch ziemlich stabil und fest. So, dann gibt es noch einmal diese Teile. Die haben hier so einen Kleber, den kann man dann abziehen auf beiden Seiten, wie doppelseitiges Klebeband. Und die macht man dann an den Türrahmen an allen vier Enden, muss man dann halt ausmessen. Dann klebt man das quasi so drauf. Dann ist das hier am Türrahmen dran. Wenn das Teil jetzt am Türrahmen ist, dann ist halt dieses Stück, was am Türgitter ist, kommt dann immer so dran. Moment. Das sieht dann so aus. Das Teil ist dann am Türrahmen und dann ist es halt so befestigt. So, hier kann man dann halt nochmal schrauben, um dann die optimale Festigkeit zu erreichen. Ja, jetzt werde ich es mal öffnen. Ja, geht ziemlich einfach. Obwohl es hakt ein bisschen. Ah, okay, jetzt geht's. Okay, es lässt sich von einer Hand, mit einer Hand sehr gut öffnen. Okay, es klemmt ein bisschen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Also für den Preis finde ich das Gitter unschlagbar. Es ist sehr stabil. Es sieht sehr, sehr hochwertig aus. Es ist sehr einfach zu montieren, was sehr wichtig ist. Ich hatte keine Lust, irgendwie in meine Türrahmen zu schrauben. Ja, für den Fall, dass man doch schrauben möchte, ist hier auf jeden Fall Schraubmaterial vorhanden. Das ist immer gut. Mein Fazit ist, ich finde dieses Tür- und Treppenschutzgitter einfach genial. Es lässt sich einfach montieren. Also es war in 5 Minuten gemacht. Und ja, einfach sehr praktisch und sieht sehr hochwertig aus und der Preis ist einfach unschlagbar. Schaut auf jeden Fall auf der Homepage von babyartikel.de vorbei. Dort ist das Gitter erhältlich und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!